So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter. Wir sind heute auf Val de Bois und ich möchte mit der Mosin alles jagen, was ich zu jagen schaffe. Wir werden einfach von der Loggie den Fluss entlang gehen und hoffentlich ein paar Rotfüchse bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch auf Rehe stoßen und auf Füchse. Aber ich hoffe am meisten, dass ich ein paar Rotbürsche bekomme, weil für die sollte sich die Mosin am besten eignen. Ja, was kann man sonst noch sagen? Also ich habe die Mosin mit, ich habe die 223er mit, einen Compoundbogen im Rucksack und die 44er, den 44er Revolver. Und das wär's eigentlich. Sonst ist ja nichts Besonderes. Val de Bois kennt jeder. Ich werde den Fluss, wie gesagt, lang gehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten oder ersten Tier wieder. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich bin jetzt ca. 200 Meter gelaufen und habe schon den ersten Rothirsch vor. Ich werde ihn auch gleich direkt schießen. Der Schuss war, glaube ich, ein bisschen zu weit unten angesetzt. Aber trotzdem hoffe ich, dass ich die Lunge getroffen habe. Oder wenigstens irgendein wichtiges Organ. Und nicht nur... Und nicht nur irgendein Müll. Hier haben wir auch gleich noch einen Goldtopf. Schön. Und hier liegt er. Ja, eine Lunge nur, dann rennen sie nämlich ein bisschen. Aber für die Mosin ist auch ein Rothirsch. Oder gegen eine Mosin ist auch ein Rothirsch nicht gewappnet. Ja, das war jetzt unser erster Abschuss. Ich hoffe, das geht so schnell weiter. Also, dass wir viele Tiere heute finden. Natürlich schalte ich euch jetzt gleich wieder dazu, wenn wir den nächsten Rothirsch oder den nächsten Fuchs oder einen Reh vorhaben. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ich habe jetzt hier einen Rotfuchs gecallt, oder er hat gecallt. Ich habe ihn angelockt. Und den werde ich jetzt auch gleich schießen. Weil er mir doch ein bisschen gerade zu nah kam. Ja, ist eigentlich immer wie auch bei den Polarfüchsen die einfachste Art, die zu schießen, halt auf Call warten, den Call erwidern, ein paar Meter zurückgehen, vielleicht mit einem Baumsitz, vielleicht auch mit einem Tarnzelt, wie ich es halt auch in dem Polarfuchs-Video gemacht habe. Und dann einfach abwarten, weil die Füchse gehen genau dahin, oder auch die Kojoten, an dem Punkt, wo man gecallt hat. Bleiben da kurz stehen, rufen dann, oder fauchen, oder was die machen. Oder bellen, ja, bellen, glaube ich. Und dann kann man sie halt in aller Ruhe schießen. Der Call sollte halt aber nicht zu nah getätigt werden. Weil sonst kommt halt auch der Fuchs so nah ran und bemerkt einen. Ja, so viel eigentlich zur Fuchsjagd. Ich werde da wahrscheinlich nochmal ein Tutorial zu machen. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt runter zum Fluss. Dann sind wir endlich auf der auf dem Hauptweg, wo wir hin wollten, weil wir in den Fluss Richtung, was soll das sein, Nordosten lang gehen und hoffen, dass da schön viele Rothirsche sind. Mehr ist eigentlich jetzt nicht zu sagen und dann sehen wir uns jetzt
beim nächsten Tier. So, und jetzt sind wir im Flussbett. Ich habe schon wieder die ersten Calls bekommen. Oder den ersten Call. Aber ich glaube, es haben zwei verschiedene Männchen gecallt. Hier vorne ein sehr kleiner, da hinten auch ein recht kleiner. Ich habe auch schon wieder zurückgecallt. Jetzt ist bloß die Frage, wie ich sie ja, schieße. Das würde sich ja anbieten, den, der jetzt auf uns zukommt, mit dem Bogen zu schießen. Um vielleicht zu verhindern, dass der andere auch noch abspringt. Beim Compoundbogen ist es so, dass der auf 20 Meter eingestellt ist. Also sollte man die Tiere auch ruhig so am be oder am besten auf 20 Metern schießen. Dann sollte eigentlich auch höchst oder meistens nichts schief gehen. Aber es kann natürlich immer was, ja, schief gehen. So eine kleinen Hirsche sieht man auch nicht alle Tage. Also eigentlich ist so das Standardmäßige, wie der da hinten hat. Oh, das finde ich eigentlich schon extrem klein. So, jetzt haben wir auf 29, 28. Jetzt sollte ich mich schon gleich bereit machen. Er sieht uns. Und ist tot. Super. Jetzt wird bestimmt gleich das Weibchen kommen. Es dreht jetzt, glaube ich, ein. Von da drüben. Oh. Der da drüben ist ja größer. Da kommt auch ein Männchen. Ich könnte natürlich auch. Das ist die. Da kommt noch ein Männchen. Es sind jetzt fünf Männchen hier an einem Ort. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich das Weibchen auch noch schießen mit Bogen. Sieht mich jetzt auch schon. Oh, da ist der abgesprungen. Dann schieße ich den jetzt gleich mal laut. Jetzt springt der noch ab. Der Schuss war vollkommen daneben. Aber drei Tiere ist schon, ah, eine gute Bilanz. Ist meiner Meinung nach jetzt. Ich weiß nicht, der Schuss jetzt war hier wirklich schlimm daneben geaimt. Aber man kann ja nicht immer treffen. Dafür habe ich aber die zwei Hirsche vor mir einwandfrei bekommen. Ohne große Probleme. Schade war jetzt nur, dass das Männchen abgesprungen war. Wir werden jetzt auch das Männchen da, wo ich drauf geschossen habe, links liegen lassen. Ich will da jetzt nicht unbedingt hinterherlaufen. Ich will jetzt lieber den Fluss weitergehen, weil da haben wir höhere Chancen, einen weiteren Hirsch zu finden. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tier wieder. Ich hoffe, es hat bis dahin auch aufgehört zu regnen, weil ich das echt hasse. So, jetzt sind wir beim nächsten Tier. Ich kriege jetzt hier gerade noch einen Call von einem Fuchs, aber ich schieße jetzt erstmal das Weibchen hier mit der Mosin. Ich bin ihm jetzt ein bisschen nachgegangen und auch wenn es mir nicht viel bringt, will ich trotzdem schießen. Das müssen zwei Treffer gewesen sein eigentlich. Hoffe ich mal. Da drüben war auch noch mal ein, auch noch ein Rothirsch gewesen, aber
Also ein Weibchen, ich wollte jetzt das hier schießen. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Gucken wir mal, ob ich hier drum komme. Ja. Zwischenzeitlich hat auch aufgehört zu regnen. Hat bloß gerade wieder ganz spontan angefangen zu regnen. Was ich natürlich wieder richtig schön finde. Ja, es hat zwei Treffer bekommen. Hatte damit auch null Chance. Ich werde jetzt hier weiterlaufen und dann sehen wir uns beim nächsten Tier. Ja, 5 Meter weitergelaufen. Sehe ich den nächsten Fuchs. Da müssen wir jetzt erstmal die Waffe wieder wechseln. Und dann wird er jetzt geschossen. Es war, glaube ich, auch der, der gerade gecallt hat. Auf jeden Fall habe ich da drüben auch noch mal ein Weibchen, also ein weibliches, ein Hirschweibchen gesehen. So rum. Aber das war jetzt auch gerade Schnurz, Piep, egal. Wir müssten jetzt hier schon ja beim 7. Abschuss sein. Ich würde sagen, ich trenne das Video. Und wir laufen noch weiter, aber das gibt's dann in der zweiten Folge. Also, wenn die zweite Folge schon draußen ist, dann könnt ihr sie unten in der Videobeschreibung sehen. Wenn ihr es gerade anguckt nach ein paar Tagen oder nach gerade anguckt und das andere noch nicht draußen ist, ja, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich nehme jetzt hier noch den Fuchs auf. Da oben sehe ich schon einen Reh. Aber ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.